Всем привет! Это новый влог про барахолку, в котором я перепродаю товары на eBay, покупая их на блошиных рынках, в секонд-хендах или в антикварных лавках. Видео я покажу, за сколько я покупаю, за сколько продаю и сколько на этом можно заработать. Погода сегодня, конечно, дождливая, не блошиная, скажем так. Но ничего, надеюсь, что что-то найду и получится на этом заработать, так что погнали искать сокровища вместе. Euer Preis zum Schmelzen, was das Kilo, der Kilopreis? 10 Euro. Was machen wir da? Ich tue es doch mal wieder, ich renne nicht weg. Ach so, der Haut ist da rein. Okay, wie gesagt, 3 Euro, 3 Stück dann 10. This how much? How much? 30. Ich sag so, ich verkauf's ihm.
Ihnen auch für 40. Jetzt ist es Ihre Entscheidung, ob Sie mir die 5 Euro noch dazugeben oder ob Sie mir nur die 40 geben. Aber es ist Ihre. Ich bin Ihnen auch nicht böse, aber ich biete es immer so an und meistens fahre ich damit. Die Leute kommen wieder und kaufen bei mir. Ich habe auch noch irgendwo so ein Schächtelchen, ein längliches, da kann ich nicht. Das ist so gut. At least how much? 20. But it's not silver. The necklace is silver. But this not? Yes. The necklace is 15 euros. Okay. Yeah, understood. Pendant, yeah. 5. Was kostet denn die Vase? Die liegt bei 15. Das ist Kaiser, sehe ich richtig? Ja, ist Kaiser, genau. Ja. Okay. Taschenuhren. Ach so, Entschuldigung, ich dachte, Sie fragten mich. Ich hab auch noch andere Taschenuhren. Ich bin. Do you have game? Game? Was würde er kosten? 25. Das ist ein alter. Da tut mir jetzt wieder das Motiv halt, ja, dass der da fehlt und das fährt. Also das nehme ich jetzt auch. Jetzt nehme ich das. Ja. Lass mich mal hier. Ah ja, so habe ich wo in den Kopf, aber genau, das. Ja. Also den nehme ich jetzt auch noch, habe ich doch was. Wo habe ich jetzt meine Taschen? Da vorne steht, die hat schon gemacht. Naja, ich habe noch nie am Grünenmarkt irgendwie eine schlechte Erfahrung gehabt. Ja. Das ist immer gut. Also sehr viel bezahlt, 77. Oh ja. Und das war how much? This one? 45. Das ist Silber. Das ist Silber. Ich mir nur denken, und so. Die Bettenklamm und ja, das ist klar. Dann sind wir nach einem Hof gekommen, ja, in der Wohnung, also ja, so Wohnung. Aber wir wurden behandelt wie Ausländer. Weil wir zu den Bauern kamen, if you take together, die Wohnungen, ja, ja. 85 together. Also wir haben nur Küche und ein Schlafzimmer gehabt. For this maybe 30. Sorry? 30. Sorry? 30. No. 45. 40. 40 is okay. Und wie mein Vater dann kommen? This is 30. Ich war vergessen. Ich habe mal von den Bauern bezahlen. Ich habe immer was gekriegt. Ich habe die Sachen gezählt. Und noch. Also silver, automatic, yeah? Yes, automatic and silver. Yeah.
Oh no. Yeah. Sorry. No. Wait. Oh. Вот такое вот винтажное серебряное ожерелье с черным ониксом за 40 евро. Будет продано минимум за 80. Красивое. Вот смотрите, тут даже перстни Сваровски, Гуччи, Шанель, Ролекс. Все оригинал. И вот такие вот оригинальные наборы Кельвин Кляйн есть, Гуччи. С брендовой зажигалкой, смотрите, класс. Луи Виттон за 5 евро. Видите, можно много чего интересного найти. Только никому не нужно. How much? This one, 25 euro. Okay. Die Tafel hier, die Tafel 12. Ah, this big one? This one, 45, I can make 40 euro. Uh-huh. Okay. It's also Stave, yeah? Sorry? Stave brand. This is coming from like Sonneberg. Yeah, I mean Stave. Stave, no, this is not Stave, no. This is Sonneberg from Turing, Weimar. Uh-huh. This is also without okay. The Knopf. Hello. Do you have a figure Nintendo? Nintendo. Nintendo? Figures. No, nothing. A game? No. CD? No, cartridge? Nothing. Nothing about Nintendo or Sega or anything. Okay. Meine Frau packt sie ihnen ein.
Взял вот такой вот набор. Игрушки, фигурки Лего за 4,50. В продаже такие по 15 евро. Футбольные карточки запечатанные за 50 центов. В продаже такие 6 долларов. Друзья, вот такая вот патриотическая концовка у нас получилась. Находки сегодня, конечно, не густые, но все равно на этом тоже можно заработать. Так что увидимся в следующем видео.